Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eigentlich gedacht, ich würde eine Foundation bekommen. Aber ich habe ein ganz großes Paket bekommen. In einer wunderschönen Box. Aber ich muss mit dir schimpfen. Du hattest mir geschrieben, dass ich keinen Herzinfarkt kriegen soll, wenn ich das kriege. Aber Alter, es ist riesig. Das kannst du doch nicht machen. Die Liebe ist nämlich eine ganz, ganz liebe Lady, die mir auf Instagram geschrieben hat, hey, du, ich habe da eine Foundation, die funktioniert bei mir nicht, da komme ich nicht mit klar, möchtest du die nicht mal testen? Und dann habe ich gesagt, du ganz ehrlich, die ist sauteuer. Nee, das kann ich nicht machen. Hast du nicht irgendwie eine Möglichkeit, hier in deinem Bekannten, Verwandten, Familienkreis, wie auch immer, weiterzugeben? Nee, hätte keiner Interesse dran und ansonsten würdest du die halt wegschmeißen. Ärgerlich. Und dann habe ich gesagt, ja gut, bevor du die wegschmeißt, kannst du mir die wo schicken? Willst du denn was dafür haben? Nee, will sie nicht. Und dann habe ich ihr gesagt, doch, irgendwas kriegst du auf jeden Fall dafür von mir zurück. Ich habe dann ja deine Adresse. Ne? Und dann kriegst du auf jeden Fall ein schönes Päckchen oder so. Und jetzt schickt sie mir so ein Riesen-Oschi von Paket. So nicht. Hey, ich hab ja schon gesagt, allein die Foundation, das hätte ich nicht, also gar nicht annehmen können, weil das ist eine Foundation von Hourglass, die kostet einfach mal 50 Tacken, ne? Und allein das hätte ich nicht annehmen können, aber jetzt schickst du mir so ein Riesenpaket. So, sie hat mir geschrieben, ich soll keinen Herzinfarkt kriegen und das nehme ich jetzt live auf Kamera auf, hier, mit der Kamera auf, mit euch. Ich habe es nämlich echt noch nicht aufgemacht. Wenn ich einen Herzinfarkt kriege, dann mit euch vor der Kamera. Also, wenn du Bock drauf hast, eventuell zu sehen, ob ich einen Herzinfarkt kriege oder nicht, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Du bist so eine Granate, ey. Du kannst doch nicht einfach so mir ein Herzinfarkt-Paket schicken. Das kannst du nicht bringen. Ich glaube, das Video nenne ich auch das Herzinfarkt-Paket. Du Freche, echt. Unfassbar. So. Das muss ich jetzt erstmal hier vorsichtig aufschneiden, denn den Karton finde ich wunderschön. Den finde ich richtig geil. Allein, ich glaube, hast du den Karton jetzt extra auch hierfür geholt? Du verrückte Nudel. Ich meine, guckt euch mal diesen wunderschönen Karton an. Das ist echt hübsch, ne? Mit diesem Mädchen, was den Drachen steigen lässt. Passt ehrlich gesagt auch super zu mir, weil hier sind auch schöne Heuballen und so, ne? Das ist so richtig Landstyle. Mega süß. Dann hast du hier Rentiere, wollte ich schon fast sagen. Ne? Das sind Rehe. Mega geil. Mega geil. Du, allein der Karton hätte mir gereicht. Da wäre ich schon glücklich mit gewesen. Du. Oh mein Gott, riecht das hier gut drin. Hm. Sie hat mir in dem Brief geschrieben, dass ich ihren Namen rausschneiden soll oder nicht nennen soll. Deswegen habe ich den jetzt jedes Mal, jetzt auch schon im Vorfeld, weil ich das nicht gelesen habe natürlich, rausgeschnitten. Also wundert euch nicht, wenn da immer eine Lücke war. Ein strafender Blick in die Kamera. Ich will keinen Herzinfarkt kriegen. Ich habe Angst. Oh nein. Also das Ganze fängt an mit einem Handtuch. Handtücher sind toll. Ich mag Handtücher. Hätte mir gereicht. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Und das riecht auch gut. Das riecht unheimlich gut. So. Dann haben wir hier ein bisschen Verpackungsmaterial. Ich meine, allein wenn du das jetzt schon siehst, ne? Denkst du dir, ein verrückter Mensch hat dir Sachen geschenkt, die du auf keine Art und Weise annehmen kannst? Alter! Kat Von D? Shade and Light Contour. Ey! Alter, das ist teuer. Alter. Alter. Wunderschön. Du hast pudrige... Also, oder? Nee, das sind alles...
Das sind alles, ich bin ganz sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ne? Ohne Scheiß. Ich freue mich über. Mega, danke. Echt. Scheiß die Wand an. Ja, also, das hier sind alles Cremefarben, also cremige Konsistenzen. Boah. Ich komme da nicht drauf klar, wirklich. Und ich swatch euch mal die ein oder andere so ein bisschen. Und die ist fast unbenutzt, ey. Ohne Witz. Da kannst du richtig schöne Kontur mitmachen, ne? Ich habe gar nichts zum Konturieren. Müsste ich mal ausprobieren. Das hier ist dann wahrscheinlich so ein Creme-Blush oder so. Oh, du Verrückte. Danke, danke, danke. Echt. Also, Wahnsinn. Die haben hinten auch noch Namen draufstehen. Die haben hinten auch einfach noch Namen draufstehen. Alter, ist die schön. Danke. Boah. 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 Ist das dein Ernst? Ist das dein absoluter Ernst? Weißt du, wie teuer die sind? Boah, du, ey. Oh Gott. Sorry, ey. Ohne Scheiß. Wollte ich mir immer mal kaufen, so solche, aber nie getraut. Ey, du, bist du jetzt hier, ne? Ich würde dich kaputt knuddeln. Ich würde dich in den Arm nehmen und nicht mehr loslassen. Und ich würde dich schütteln und dir sagen, Alter, wie geil bist du denn bitte? Alter. Ich meine, guckt euch das mal von außen an, ne? Es ist wunderschön. Es ist so Kupfer. Es glitzert. Es ist von fucking Anastasia Beverly Hills, die Sultry-Palette. Wo wohnst du nochmal? Scheiße, du wohnst ein bisschen weit weg von mir, sonst wäre ich zu dir gefahren. Oh. Schön. Ist die schön? Die ist ultra. Warum? Warum? Behalt die. Die ist toll. Die ist richtig geil. Oh. Oh, guck mal. Und guck mal die. Und die. Und oh. Oh. Die sind hammermäßig. Warum gibst du sowas weg? Nein, nicht weggeben. Alter. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Danke, danke. Ich weiß gar nicht. Allein das Wort Danke reicht hier nicht. Aber du unfassbar geiler Mensch, danke. Richtig, richtig geil. Die nehme ich mit ins Bett. Und schmus mit ihr. Alter, ist die schön. Danke. Wahnsinn. Boah. Ich weiß gar nicht, was für ein Paket ich dir zurückschicken soll. Ich weiß gar nicht, in welcher Art und Weise ich mich bei dir bedanken kann. Null, weiß ich nicht. Echt nicht. Da muss ich mir was einfallen lassen. Wirklich was einfallen lassen. Nein, das ist die Urban Decay Born to Run Palette. Wie? Mensch, Schätzelein, das funktioniert doch nicht so. Du machst mich fertig. Oh, ist die. Oh. Immer so.
Oh. Ey. Boah. Mega schön. Die Palette ist der Hammer. Und die sind teuer. Du machst mich sprachlos. Mich. Die sonst echt quatscht wie ein Wasserfall, ne? Danke. Echt danke. Und das waren erst die ersten drei Produkte, die ich da rausgegriffen habe, ne? Ich mache jetzt einfach mal weiter. Herzinfarkt, ja, der ist ganz nah, Leute. Ey. Es ist schwer. Und es hört sich an, als wäre da echt viel drin. Okay. Love. Love ist eine großartige Marke, die ich richtig gerne mag. Das ist eine unheimlich schöne Farbe. Das ist die 171 Luxurious Lava und die hat so Schimmerpartikel mit drin. Das ist doch ultra. Ich würde sowas im Sommer mega tragen auf den Füßen. Die ist null benutzt. Das ist ein wundervolles Rot. Boah, danke schön. Von Catherine Classic Lac. Auch das ist mega schön, oder? Boah. Oh Mann, ey. Wie. Ein richtig schöner roter Nagellack. Baby. Ich kann heute nicht schlafen, ne? Von Essie Nail Lacquer Vernis Smalto. Der ist richtig schön. Der ist ultra schön. Das ist so ein mega geiler Kirschton mit ein bisschen Schimmer drin. Auch der perfekt für meine Füße. Der ist wunderschön. Der Deckel zu dem Love Nagellack. Lovefinity Long-Lasting Nail Lacquer. Und jetzt ist hier auch noch Parfüm drin, ne? Von Rituals. Rituals. Das Blaue oder Türkise. Boah, guck mal, das ist hier sogar mit so einem Pumper. Oh, das riecht gut. Wieso? Und das ist wunderschön. Das ist geil. Da habe ich es auf den Fingern. Dankeschön. Dann ist das wahrscheinlich das Ritual of Sakura, was ich ja über alles liebe. Ui, unten drunter steht's. Das hier muss lauter reden, ne? Aber ich werde immer leiser. Das ist Oasis de Fleur gewesen. Und das hier ist Fleur de Limalaya. Wieder so ein Sprüher, ey. Oh, das riecht richtig geil blumig. Oh. Das andere riecht so, roch so, riechte. Roch so frisch. Und das hier riecht richtig schön blumig. Boah. Und dann, ja, weil es halt noch nicht reicht, nochmal in groß, ne? Oasis de Fleur. Das ist noch ein anderes. Boah, verrückt. In groß auch noch. Boah, riecht das gut. Ich liebe blumige Parfüms. Und ich liebe dich. Kommen wir zur größten und schwersten Box. Und ich habe übrigens etwas Angst, weil es doch ziemlich schwer ist. Ach, du ahnst es nicht. Leute, das ist proppevoll. Das ist voll. Das ist. Wahnsinn ist das. Alles klar. Der Betty Luminizer von The Balm.
Ich habe den Mary Luminizer und finde ihn richtig geil. Und den Betty Luminizer, da stand ich auch schon vor und habe mir gedacht, wär doch mal was. Den hast du doch nicht einmal benutzt. Boah, ist der schön. Der hat so einen leichten Goldschimmer. Richtig geil. Den kenne ich. Den habe ich oder hatte ich schon mal. Der ist toll. Von Max Factor. Der Creme-Bronzer in der Farbe 10 Bronze. Nee, der ist dunkler als der, den ich hatte. Oh, aber der ist schön. Der gefällt mir. Hier sind Marken drin, Leute. Da träume ich sonst von. Das kann ich mir sonst einfach nicht leisten. Von Love, Love Lights, Prismatic Luminizer. In der Farbe 110 Glazed Bronze. Da bist du einmal mit dem Finger reingegangen. Boah. Der schreit: Hallo, hier bin ich. Wahnsinnig. Wahnsinnig krass. Der ist so ein geiler Sommerton. Ich schalte ab, echt. Die hat mir hier auch Sachen reingelegt. Die wollte ich gerne haben, aber habe sie nicht mehr gekriegt, weil es sie einfach nicht mehr gab, weil es so nur limitiert war. Von Tamtam. Das ist die Farbe Brilliant Lip Gloss Coco, glaube ich. Oder? Ja, müsste eigentlich, oder? Ja. Boah. Das ist, glaube ich, auch ein schöner Liptopper. Ja. Das ist, den siehst du jetzt so nicht auf dem Arm, ne? Das ist ein Liptopper. Der macht dir dann alles nochmal so ein bisschen brillant halt, ne? Alter! Natürlich hat sie mir fast die ganze Reihe hier reingelegt, ey. Ey, 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 ey. Lana? Ich war so langsam, ich habe sie nicht mal in den Händen gehalten. Das ist für mich das erste Mal, dass ich die Produkte von Tamtam Beauty in meinen Händen halte. Ich gucke die unheimlich gerne. Das ist ein gewagter Ton, aber ich kann mir gut vorstellen, den mal zu tragen. Der hat so was Gräuliches, sieht aber geil aus. Boah. Die Farbe Lara. Was? Boah, ist der schön. Das ist ein schöner Topperton. So goldschimmernd ist der. Hey, du Verrückter. Verrückter, geiler Mensch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wie ich damit umgehen soll, wie ich das irgendwie. Huda Beauty Liquid Matt. Huda Beauty, natürlich. Oh mein Gott. Das ist eine schöne Farbe. Das ist eine mega geile Rosenholzfarbe. Richtig schön matt, trocknend, deckend. Mega gut pigmentiert. Ultra krass schöne Verpackung. Klar, Anastasia, Beverly Hills. Butterscotch. Das ist so teuer, Leute. Ich traue mich fast nicht, das Video hochzuladen, weil ganz ehrlich, ne? Oh. Wahnsinnig schön. Ist ein schöner Nude-Ton. Mega. Fenty Beauty. Fenty Beauty. Das ist von Rihanna. Und auch das richtig teuer. Fenty Glow. Gloss Bomb. Boah. Sowas sehe ich bei anderen und denke mir, boah, geil. Dann gucke ich aber, wie viel das kostet und denke mir, boah, nee. Der riecht schön süß. Huiuiui. Boah. Geil. Schöne Farbe.
Richtig schöne Farbe, so ein schöner Gloss mit einem schönen Schimmer drin. Und so eine krass geile Verpackung. Meine Herren. Hello Buddy? Geil. Coco Prime Shimmering Face Fluid. Wahnsinnig toll. Ey, das sind Marken, von denen träume ich sonst. Die kann ich mir nicht leisten. Mac. Boah, Retro Matte Lip Color. Liquid Lip Color. Ich weiß nicht, ob das jetzt meine Farbe ist. Muss ich mal testen. Aber das Bürstchen, das Füßchen ist ja auch süß. Der riecht gut. Oh, okay, der ist heftig. Der ist eher was für Karneval bei mir, aber unfassbar schöne Pigmentierung. Richtig heftig. Ich bin nicht mal im Ansatz hier durch. BH Cosmetics. Diamond Dazzlers. Loose Foil Pigment. Mit einem Pigment habe ich mich auch noch gar nicht rangetraut. Das ist noch zu. Mega geil. Das ist ein goldenes Pigment. Komplett zu. Das ist neu. Von MAC. Ein Lidschatten. She Sparkles Dazzle Shadow. Boah, was eine Farbe. Was eine geile Farbe. So ein schönes Silber. Wow. Richtig geil. Den kann man doch mega geil als Topper auf den Lidschatten machen. Das haut mich um. Von Becca. Liquid Crystal Top Lip Topper Glow Glossy. Glow Gloss. Achso. Wahnsinnig schön. Wahnsinnig schön. Auch wieder ein schöner Lip Topper. Setze ich hier mal zwischen. Boah, ist der schön. Ist der schön? Oh, Wahnsinn. Danke, danke, danke. Von Becca. Shimmering Skin Perfector Spotlight. Das ist ein Highlighter. Ein flüssiger Highlighter, glaube ich. Hätte ich jetzt gedacht. Ja, der macht so einen schönen Glow. Boah, schön. Herzinfarkt? Ja. Ganz, ganz nah dran. Fenty Beauty. Das ist ein Lippenstift. Matt Moiselle. Der ist fast unbenutzt. Der ist, glaube ich, nur mal soeben geswatcht. Boah. So ins kupferbräunliche gehende. Schöner matter Lippenstift. So, so schöne Sachen. Von Rituals. Miracle 3-in-1 Mascara. Ach, Rituals hat auch eine Mascara? Wie geil ist das denn? Geilomat. Geilomat. Das ist mit einem, ach so hätte ich euch zeigen können, ne? Mit einem Gummibürstchen. Mega schön. Ey Leute, zu den Sachen muss ich euch ein Fullface schminken. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Null. Nada. Niente. Gar nicht. Nude by Nature. Perfecting Primer. Was zur Hölle, wie geil. Der Bouncy Bronzer von Catrice, Caribbean Vibes, stand ich gestern vor, wollte ich mir kaufen. Habe ich mir gedacht, nee, komm, denkst du noch mal lieber in Ruhe drüber nach, kostet ja auch Geld. Der ist flüssig. Wie witzig, der ist richtig flüssig. Der hat so eine Wabbelkonsistenz, wie cool.
Mein Arm ist voll. Und den tupft man sich dann wohl so auf. Muss ich unbedingt mal austesten. Mega. Ist auch dezent. Mach einfach mal weiter. Von Colourpop. Pressed Powder Shadow. Ist ein Lidschatten. So ein kleiner. Richtig süß. Ach, das kannst du wahrscheinlich in solche Paletten mit einsetzen. Aber da, so eine Farbe, die braucht man doch immer. Das ist eine ganz klassische Transition Shade bei Nude Looks. Der ist doch toll. Nude by Nature Translucent Loose Finishing Powder. Das ist ein bisschen Puder, loses Puder. Oh. Das ist doch super. Ganz normales Puder. Oh, das ist super soft. Und ich krümel rum. Oh. Entschuldigung. Oh Mann. Es ist doch einfach, es ist super weich. Wenn ihr auch so geflasht seid wie ich, dann schreibt einfach mal unten in die Kommentare Hashtag wundervoll. Echt krass. Das ist so krass. Von Iconic London habe ich hier noch ein kleines Döschen. Und das ist Chrome Flash iPod Lunia. Luna. Das ist ja witzig. Ne? Oh Gott, das ist heftig. Das ist heftig. Oh, war nicht die beste Idee, mit dem Finger reinzugehen. Ha, jetzt habe ich nämlich hier so was am Finger. Okay, man hat jetzt ziemlich viel. Normalerweise gehst du dann ja wahrscheinlich mit dem Pinsel rein und machst das so dezent. Und jetzt habe ich es hier ein bisschen heftig. Aber guck dir das an. Guck dir das an. Boah. Alto Belli. Geiles Zeug. Matte Pigment. MAC Pigment. Ein Pigment von MAC. In der Farbe A66 Rose. Boah. Richtig schön. So ein Rot- oder Rosé-Gold mit Goldpartikeln noch mit drin. Unfassbar schön. BH Cosmetics. Diamond Dazzlers. Loose Foil Pigment. In der Farbe Brilliant. Das sind schöne Pigmente, das glitzert so schön. Och Mensch. Ich kriege echt ein schlechtes Gewissen. Und noch ein. Flashy. Auch von BH Cosmetics. Boah. Komplett zu. MAC. Lippenstift. Half Cuff. Satin Lipstick. Super schöne Rosé-Gold-kupferfarbene Verpackung. Mega geiler Ton. Ich muss jetzt diesen Arm nehmen. Oh, mega mein Ton. So richtig dunkel Rosenholz. Oh. Noch einer von MAC. Nutmegged. Auch eine mega geile Farbe. Ey. Der Wahnsinn in Tüten, echt. Smashbox. Was bist du? Steht nicht dran. Ist nicht schlimm. Lippenstift. Rot. Das braucht doch jeder. Das ist doch klassisch. Ultra. Leichter Pinkstich. Mega geil. Von Benefit 24 Hours Brow Setter. Wahnsinn, das ist original. Das ist geil. Das ist richtig geil. Damit bringst du deine Augenbrauen dazu, da zu bleiben, wo sie sind.
ich weiß nicht, was ich sagen soll. Von Stila. Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. Boah, die sind so teuer. Die sind so, so teuer. Das ist so ein Lila. Mega schön. Da hast du direkt nämlich so den Glitter-Primer zusammen mit dem Glitzer. Und das so. Oh. Ich muss euch damit was schminken. Ich weiß nicht. Und noch ein von Stila. Wahnsinn. Shimmer and Glow. Das ist die Farbe Pigalle. Auch wunderschön. Der ist richtig krass. Der ist richtig schön krass pigmentiert. So ein dunkles Rot mit einem richtig schönen Schimmer drin. Wahnsinn. Puh. It Cosmetics. Das ist ein Concealer, würde ich sagen. Anti-Aging, nee, Color Correcting Full Coverage Cream und Anti-Aging Hydrating Serum. Also ein Concealer. Your Skin Butter. Wobei die Lady das für das komplette Gesicht verwendet hat. Wahnsinnig geil. Von Clinique Age Defense BB Cream mit Lichtschutzfaktor 30. Von Clinique. Ist auch so teuer. Wahnsinn. Noch mehr Lidschatten von ColourPop. Das ist Wahnsinn. Da habe ich einmal diesen Ton hier, so ein Altrosa. Dann hier so einen peachigen Ton. Das ist ein ganz normal brauner Ton. Von Rituals. Hazel Red. So ein kleiner Lippi. Oh, aber der ist doch wunderschön. Den hast du doch noch nie benutzt. Der sieht vollkommen neu aus. Wahnsinn, der ist doch schön. Boah. Die Mascara hatte ich schon mal. Le Volume Revolution de Chanel. Also in der Probe hatte ich die schon mal. Richtig cool. Das Bürstchen sieht etwas abschreckend aus, aber es ist eine mega krass geile Mascara. So ein Kegelbürstchen ist das, aber die macht dir die Wimpern bombastisch. Richtig geile Mascara. Boy. Von NYX eine Shadow-Palette. Lit Lingerie Palette d'Ombre au Paupière. Die hast du auch nicht einmal benutzt. Das sind doch wunderschöne Töne. Und NYX hat doch echt eine schöne Pigmentierung. Also ich finde die toll. Da kannst du doch einen super Look mitmachen. Sei denn man, weiß ich nicht. Mag nicht so gern diese bräunlichen Töne oder Nude-Töne oder sowas. Oh, ich finde die wunderschön. Ich habe mir gerade einen Swatch auf den Mops gemacht. Mist. Ey. Von Wet n Wild. Richtig cool. Nude Awakening. New Look, Nouveau Look. Eine Lidschattenpalette. Geil. Das ist ein richtig krasses Schwarz. Einfach schwarz. So einen ultra pudrigen, sehr pudrigen Ton hier. Dann nehme ich mal hier das Rot. Ist doch auch echt schön. Dann habe ich hier von BH Cosmetics eine Lidschattenpalette drin. Moroccan Sunset. Wahnsinnig tolle Palette. Richtig, richtig geil. Habe ich auch schon gesehen, das sind diese Travel-Paletten. Die haben die ja, ich glaube, sogar neu. Ich glaube, die sind sogar neu. Was
Hast du die überhaupt benutzt? Nee. Guck mal, die ist vollkommen unbenutzt. Schöne Töne. Das sind geile Töne. Oh Wahnsinn. Mir fehlt die Sprache wirklich. Also ich bin mega begeistert. So, und jetzt kommen wir zu dem, was sie mir ja eigentlich schicken wollte. Das ist von Hourglass, die Vanish Seamless Finish Liquid Foundation. Und die ist sackteuer, Leute. Die ist wirklich teuer. In der Farbe Blanc. Die mache ich mir mal auf mein Handgelenk. Ist halt ein bisschen dickflüssiger. Die ist sehr hell. Die ist wirklich sehr hell. Die würde ich mir dann mischen mit einer anderen noch. Weil so ist die natürlich sehr, sehr hell, ne? Die ist richtig weiß. So eine geile Foundation. Aber guck mal, wenn ich die jetzt quasi so mit dem Finger verblende, ist die ja schon krass deckend, ne? Stellt euch mal vor, dann würde ich hier jetzt noch so ein bisschen Verdunkelungspigment mit reinmachen. Das habe ich zum Beispiel von Nasty mal bekommen. Und dann ist die doch mega, richtig geil. Liebes. Liebes, 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 Liebes. Ich würde jetzt deinen Namen nennen, aber ich darf nicht. Mir fehlen die Worte, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer milliardenfach Dankeschön. Ich bin hin und weg und weiß nicht, was ich sagen soll, was ich machen soll, wie ich dir dafür danken soll. Finanziell kann ich dir dafür nicht danken, weil ich diese Produkte im Leben nicht bezahlen könnte. Ich weiß es nicht. Ich überlege mir was. Ich weiß zwar noch nicht was, aber ich überlege mir was, weil, also das ist ja echt der Wahnsinn echt in Tüten. Also, boah, danke. Du hast mich sprachlos gemacht. Ich habe Gott sei Dank keinen Herzinfarkt bekommen. Aber ich, also, bin hin und weg. Ja, wirklich. Also, ich bedanke mich wirklich von ganzem Herzen bei dir. Finde es unfassbar geil. Aber auch unfassbar verrückt von dir. Puh, ja, ansonsten, ja, ich, ne, kann dieses Video irgendwie nicht normal beenden, aber ich versuch's mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch einfach gut gehen. Fühlt euch ganz, ganz doll gedrückt von mir. Ja, ich verlinke euch hier mal meine Playlist mit den Tauschpaketen, die ich so gemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lasst es euch allen einfach gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!